Es war eben die Idee, ein schönes Auto zu machen, mit dem man jeden Tag fahren kann. Und wenn man jeden Tag fahren will, dann muss man ein Auto haben, was jeden Tag läuft. Wenn man ein schönes Auto hat und man kann nicht damit fahren, dann ist das schlecht. Und ich wollte ein schönes Auto machen, mit dem man jeden Tag fahren kann. Also braucht man eine Großserientechnik und das in einem schönen Kleid verpacken. Und das war die Idee, die ich 1968 mit dem Bob Lutz hatte. Dass ich jetzt nicht mehr Autos importiere aus Italien mit der Technik von Opel. Da war ich ja auch mit dem Indra. Da gab es ja einen Indra, der hatte schon Opel-Technik. Da war ich auch für verantwortlich. Und da habe ich gesagt, wenn die Italiener immer so klüngelige Autos bauen, in Westfälisch klüngelig, dann muss ich das ändern, weil ich habe Ärger damit. Die Kunden kommen zu mir, beschweren sich über mein Auto, was ich ihnen verkauft habe. Und das war die Grundidee, dass ich dem Bob gesagt habe, ihr habt doch einen schönen Diplomat, gib mir noch die Teile vom Diplomat und wir machen gemeinsam eine schöne Karosse. Und wenn er mir ein bisschen mithelft, was ja nötig ist, dann wird das funktionieren. Und so haben wir angefangen. Und das war dann der Beginn. Die hatten ja die Studie und natürlich ist das eine sehr schöne Studie. Dann habe ich gesagt, aber die Praxis leidet natürlich. Man kann ja nicht mit einem Auto fahren mit so einer Kugel vorne. Wir müssen das ein bisschen normalisieren. Ja, und das haben wir dann angefangen mit dem Herrn Kodama, mit dem George Galvin, die ja auch hier sind. Und ich war halt der Ideengeber und ja, so ist das entstanden. Und das erste Auto hieß ja Bitter Diplomat und dann haben sich die Kunden ein bisschen mokiert, dass das ja ein Diplomat ist, ein Opel, den wollen sie ja nicht fahren. Und dann haben wir gesagt, gut, wenn die Kunden das Diplomat nicht auf dem Auto haben möchten, dann müssen wir was anderes tun. Dann habe ich gesagt, dann machen wir eine Abkürzung, CD heißt Coupé Diplomat und das stört niemand mehr. So ist dann der Name CD entstanden. Was war das? Und es war ja auf den anderen Studien mehr oder weniger auch schon eine ähnliche Überlegung, dass man vielleicht mal ein Auto bauen kann, was dann völlig nicht opelig aussieht, sondern einfach eine sehr, sehr schöne Form hat. Und ich meine, wenn ich das heute sehe, sehe den Werdegang dieser verschiedenen Autos, das ist die Wirklichkeit, das war der totale Traum, das war der Beginn eines Traums. Ja, und so ist das entstanden. Und deswegen sitze ich jetzt nach wie vor hier und freue mich. Wie ist das Gefühl, jetzt mit so einem Auto an so einer Konkursveranstaltung plötzlich teilzunehmen? Also erstmal ist das für mich das erste Mal. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nie mein Auto, also als Person, noch nie mein Auto irgendwo ausgestellt für einen Konkurs, weil vielleicht falschlich ausgedrückt ist. Es interessiert mich eigentlich nicht so sehr, ob jetzt mein Auto jetzt heute nach 40 Jahren noch in irgendeiner Weise prämiert wird oder nicht, weil ich denke mal, es ist ein sehr schönes Auto. Es hat eine total zeitlose Form. Und es ist wie mit einer Bewertung. Ich war Sportler, ich bin gewohnt, dass ich wissen will, ob ich gewinne oder verliere. Und da gibt es einen Zielstrich in meinem Leben. Und wenn ich den erreiche und bin Erster, dann habe ich gewonnen. Aber wenn ich bei einem Konkurs bin, dann gucken Leute alles Mögliche an und da habe ich ja gar keinen Einfluss. Wie beim Eiskunstlauf, wenn ich irgendeine Pirouette, einen Millimeter vielleicht falsch mache, dann werde ich schon Zweiter. Und deswegen bin ich persönlich eigentlich nicht so ein Konkursgänger, würde ich das so sagen. Die kleine Rallye gestern, ich kann mit meinem Auto fahren, das Bergische Land, die Sonne scheint. Und das war schon, mit dem Wolfgang bin ich auch ganz gut befreundet, das war schon klar, dass ich das gerne tue. Und das ist Ihr eigener Wagen? Nein, das ist das Auto der Adam Opel AG. Meiner ist zu Hause. Wie viele gibt es von den Bitter? Das kann ich gar nicht mehr sagen. Also wir haben ja auch so einen Bitterclub und es gibt schon noch einige. Ja, also ich merke das ja so. Aber die Leute suchen jetzt, wenn sie Gebrauchte suchen, dann ist das schon ein bisschen kompliziert geworden. Weil wir haben insgesamt ja 396 Autos gebaut, gleich wie dieser Typ. Wir haben ja alle gleich gebaut. Und das ist natürlich schon 40 Jahre her, das ist eine lange Zeit. Ja, das ist klar, dass da nicht furchtbar viele übrig sein müssen. Nein, auch es gibt schon welche, aber wir kennen natürlich nicht mehr alle. Ja. Im Bitterclub gibt es vielleicht 50 und es gibt in Belgien, ich habe sogar gesehen, es gibt jetzt in Amerika Bitters, die wir ja nie in Amerika verkauft haben. Wir haben ja andere Bitterautos in den USA verkauft, aber die sind eben nicht. Und deswegen hat man da gar keinen richtigen Überblick mehr. Leider nicht. Wie ist das Gefühl, wenn Sie einen auf der Straße sehen? Ah, das ist schon so ein gewisser Stolz, dass der immer noch fährt, sage ich jetzt mal, dass der immer noch fährt und schön aussehen tut er nach wie vor. Es ist
unabhängig von dem, was ich danach gemacht habe, er ist für mich eigentlich der schönste Bitter. Das muss ich mal sagen, von der Form her. Und er sollte ja auch gar nicht direkt eine Limousine werden. Ja. Er sollte ja eigentlich ein zweitüriger, zweisitziger Sportwagen sein für jeden Tag. Wir wollen keine Rennen gewinnen, wir wollen keine komplizierten Motoren. Eben wieder das Prinzip der Einfachheit, simpel, soll simpel sein. Keine Spoiler, keine weiß was drumherum, sondern einfach ein richtig schönes, klassisches Auto. Und ich glaube, das ist er. Das war ein Projekt, 1969 im Sommer entworfen für die IAA auf der Basis von einem Opel, der große Opel damals, der V8 Diplomat. Und wir haben damals gedacht, dass Technik ist fantastisch, es braucht nur eine sportliche, europäische, zeitgemäße Karosserie. Und wir haben das dann modelliert. Radstand gekürzt und ganz tief und sonst ist alles Opel Diplomat von damals. Man sieht hier in diesem Modell vorne Motoren, alles genauso in ein normal Auto. Nur die Karosserie war mehr extravagant, mehr elegant. Was haben Sie sich damals bei der ganzen Technik so gedacht? Das ist ja ein sehr fiktives Auto eigentlich, für die damalige Zeit. Es sollte das Technik von Opel als modern demonstrieren. Es hat Didion Hinterachse, und V8 Motor und alles, was damals sehr fortschrittlich war. Und statt einer viertürigen Limousine wollten wir ein sportliches Kleincoupé machen. Telefon war damals in Filmen zu sehen, Autotelefon, gab es kein Handy oder sowas. Und wir haben einfach ein ganz normales Telefonteil genommen und die Knöpfe eingebaut. Und es sollte einfach das moderne Technik zeigen. Und mit der Pedalerie, die Idee war, statt einen Sitz zum Pedale zu bringen, Pedale und Lenkrad zum Sitz. Und die Sitze sind fest verankert in den Boden und die ganze Pedale und Lenkrad sind beweglich. Und das war lange Zeit diskutiert als eine moderne Lösung, aber es war nie produziert, so viel ich weiß. Und Markus. Hm? Markus hat das. Markus hat das, okay. Aber es war eine tolle Idee. Der Gitterrohrrahmen stammt ja ein bisschen aus der Renntechnik, ne? Nein, das war mehr. Unser Auto war ein Fiberglasmodell. Man könnte nicht. Wir müssen den Satz so anfangen, weil wir schneiden meine Fragen raus. Okay, gut. Mit dem Gitterrohrrahmen müssen wir das. Okay. Wir haben ein Fiberglasmodell gehabt, einteilig, das Auto, die nebenan steht. Man kann das nicht aufmachen. Und wir haben damals für normale Projekte so ein Gittermodell einfach als Sitztest gebaut, normalerweise aus Holz. Und wir wollten das Konzept zeigen, dass man drin sitzen könnte. Und wir haben eine zweite Opel-Karosserie genommen oder Karosserie weggenommen und auf den Rahmen diese Gitter gemacht. Das ist ein fahrbares Auto hier. Man kann das Ding bewegen. Es ist mehr ein beweglicher Sitzbock, hat man damals gesagt. Und es sollte einfach zeigen, die Sichtverhältnisse, wenn man rein sitzt, Platz und alles. Alles hat funktioniert. Funktioniert immer noch. Nach 40 Jahren, glaube ich. Es sieht heute noch sehr futuristisch aus. Ja, ja. Ich war erstaunt, als ich das hier sah, wie modern. Die Plexiglaskuppel war quasi komplett als Tür gedacht. Ja, es war so gedacht. Das war damals, wir wollten ein einteiliges Kuppel haben, sollte kein Fenster, sollte klimatisiert. Und das Problem war, wie könnte man so ein großes Plexiglasteil machen? Und wir haben eine Firma damals in der Schweiz gefunden, eine Hubschrauberfirma. Und wir haben festgestellt, wie groß wird Plexiglas geliefert. Und wir haben das ausgerechnet. Und die Größe von den Fenstern alles ist bestimmt nach dem Size, der Größe von dem Plexiglasteil. Aber wir wollten keine zweiteilige zusammengesetzt. Das war
sehr, ich wollte was sehr einfachen, schön haben und nicht zusammengesetzt aus mehreren Teilen. Ah, gut, das ist eine Idee. Erstens, wir haben glaube gleich hier 69, Februar, ich glaube, neue Diplomaten, diese Top of the Line Opel Modellen rausgekommen. Und der Vorgänger hatte schon Diplomat Coupé, wir haben gehabt. Ob ich erinnere noch. Sehr, sehr kleines Stück gebaut bei Karmann. Und dann ist eine neue Generation rausgekommen. Natürlich, wir brauchen wieder eine Coupé für die Diplomaten. So, das war die erste vielleicht Idee. Dann diesen, natürlich der damalige Chef Chuck Jordan hatte seine eigene die Idee oder die Styling-Richtung. Ist sehr europäisch, modern, einfacher, klares Design. Das war seine Instruktion für uns. Dass wir haben mit ihm so kommuniziert. Wie ist das Gefühl heute, wenn man sieht, man hat vor so vielen Jahren etwas entworfen und das ist heute noch modern? Ich glaube, das ist wirklich modern. Modell ist so Jahr 69. Dann das Auto war noch in viele, nicht mal sagen Barock oder viele amerikanischen Einfluss damals. Im ganzen die deutschen oder europäischen Autos hatten die ziemlich starken amerikanischen Einfluss gehabt. Das ist wirklich eine eigene Linien und moderne europäische Richtung. Das ist immer noch, ich glaube, sehr schön. Ich glaube, viele Leute sind auch gleich im Gefühl. Ja. Wie ist Ihr Gefühl? Meine Gefühl ist auch natürlich. Das ist wir haben viele Modelle gemacht. Ich glaube, das ist eine der ersten, die GM oder Opel hat ein Konzeptmodell gemacht. Ist so ein progressiv moderner Design. Kann man immer noch benutzen sogar. Kann man immer noch nicht auf der Straße gehen, da Leute, die hingucken, ist das. Ja. Wie ist das Gefühl, oder ist das stolz, dass er heute hier ist? Sogar sehr stolz. Ich glaube, die Opel Design hatte von diesen Designs immer sehr progressiven, schöne Konzeptmodell gemacht und ein Produktionmodell gebaut. Ich glaube, das ist wirklich, und die Design-Team ist toll, die Arbeit gemacht.